Hier. Herzlich willkommen zurück zu Dead Space 3. So, ja. Wir werden jetzt ja an diesem Ventilsystem rumfuschen. Bio, sonst was, Ventilationssystem und uns das Gesicht wegfressen lassen. Wa? Und was sollen wir nochmal aufbauen für die Haupthandlung mal wichtig? Rosetta. Sollen wir zusammensetzen. Rosetta ist scheinbar irgendeine, Nekromorph-Kreatur jedenfalls. Eine vereiste. Und hey! Komm mir nicht dazwischen, wenn ich rede, ja? Das war ja easy. Stop! Das war ja easy. Die ganze Sache war irgendwie gerade ziemlich easy. Düpp, düpp. Müssen wir eigentlich schon wieder hoch? Klar, wir haben es geschafft. Ging ja überschnell. Da musst du ja wirklich gleich alles auf einen Schlag gehabt haben. Ja. Ich hab halt voll den Durchblick. Epic Moment. Auf History! Nee, dass ich einfach nur gerade ausgucke mit dir. Ist voll episch. Einfach nur gerade ausgucken. Naja, du musst schon in die Kamera gucken, in die Richtung, wo ich gucke. Richtung Ausgang. Nein. Das hab ich gesehen. Boah. Mann, ey. Das auch um. Jetzt nur noch aus diesem Vieh immer so ein Krüppelvieh wird. So, spielen wir mit der Gasleitung. Sterilisationssequenzen eingeleitet. Hey. Ja, du willst doch rausgehen oder was? Sehen Sie doch, es funktioniert. Ja. Das Ding ist luftdicht, oder? ja? Oh, Scheiße. Los, sehen wir uns das mal an. Aha. Sie gehen vor. Okay, dann geht mal vor. Völlig abgemetzelt hier. Sieht doch alles voll in Ordnung aus. Ich weiß ja, was der für ein Problem hat. In Ordnung. Also ich wäre jetzt vielleicht nicht mit meinem Anzug da rausgegangen. Und schon gar nicht erst ohne Anzug. Nicht mal mit Anzug. So, und bei Rosetta sollen wir jetzt vier Sachen noch finden, um sie zusammenzusetzen. Wer wurde hier an der Wand getackert? Da hat jemand mit meinem, was denn? Hörst du es? Ja. Ich kann mir jetzt denken, warum die Alien-Maschine unseren Codex nicht annehmen wollte. Die Anweisungen waren durch den zweiten DNA-Strang, die Anomalie, verfälscht. Heute fanden wir ein neues, makelloses und intaktes Exemplar. Tommy, du kannst dir dein Sucherbot hinstellen. Verfälscht und ich hoffe, dass dies der lang ersehnte Durchbruch wird. Irgendwas habe ich hier gehört. Na, hast du die Viecher auch damals schon bei Dead Space immer so platt gemacht? Da gab's gar keinen Granatenwerfer. Oder? Ja, du konntest den vom, wie hieß der? Nicht Plasma-Cutter, sondern von der Strahlenkanone. Den Breitenstrahl, oder was meinst du? Ja, die mit dem Breitenstrahl. Und die hatte noch eine zweite Feuerwaffe und das war ein Min. Ach so, stimmt. So, hier haben wir einen Teil von Rosetta. Und da unten ist ein Sucherbot. Was für ein Sucherbot? Achso, der da. Warum muss denn immer aus euch so ein Käse werden? Käse sieht aber lecker aus. Oh, hinter mir! Boah, hinter mir. Shit. Ja, danke. Bitte, bitte. Mann! Ich brauch deine Hilfe. Jo. Du solltest ein Medikit nehmen. Ey, wie viel kommen denn noch von euch? Hinter mir. Ja, ich weiß, hab ihn schon gehört. Jetzt. Mann, da also, endlich. Also langsam reicht es auch echt. Ich habe keine Medikits mehr, oh mein Gott. Warte, ich kann dir noch ein paar geben. Jo. Oh, danke. Ach, hast du schon mal. Schick mir mal los. Hast du die ganze Munition verplempert? Gefunden und schick es dir jetzt.
Und alle... Welches Stück ist es? Schwierig zu sagen vom Querschnitt her, aber es ist nichts, was ich wiedererkenne. Medipacks. Okay, ich bereite es vor, sobald es hier ist. Wir dürfen es nachher bestimmt noch ordnen. Ja, toll. Schön puzzeln. Jetzt müssen wir doch komplett wieder runter, oder? Ja, wir gehen gerade falsch. Wieso? Ich habe gerade auf B gedrückt. Okay. Egal. Na gut, du bist schon drauf. Ich habe gedacht, du bist nicht drauf. Immer noch hier im Biologie-Teil, aber der müsste jetzt gleich vorbei sein. Klingt zuverlässig. Na, das hat an der Seite hochgelaufen. Ihr sieht immer so schwierig aus. Hinter uns. Vor uns. Du kommst da hinten klar? Ja. Warte mal, vielleicht hat er was fallen lassen. Ach, Somatgel. Hey, man kann hier gleich sein Sucherbot abstellen. Ich hab keinen. Paläodontologie. Hallo Isaac, ich weiß, Sie sind da draußen und kriechen irgendwo rum. Sie halten mich wahrscheinlich für einen übereifrigen Kreuzritter, der stumpf den Launen eines zornigen Gottes folgt. Naja, eigentlich eher nicht so. Die Schlussfolgerung liegt nahe und ich verteufle Sie dafür nicht. Aber es überrascht Sie vielleicht, dass ich ein Mann der Wissenschaften bin, der Fakten und Vernunft, von Ursache und Wirkung. Und bald schon werden Sie verstehen, dass ich recht habe. Mit allem. Ja, und jetzt? Achso, Energiestörung. Wir müssen hier irgendwas machen. Hier, das abnehmen. Da ist so ein Symbol drauf. Gar nicht mitbekommen. Ja, ich auch gar nicht. Ich dachte, wir müssen jetzt warten, bis er zu Ende gesprochen hat. Ah, das habe ich auch vermutet. So, hier können wir wieder so eine komische Stange reinmachen. Hier haben wir noch einen Textlog. Ne, optionale Mission erhalten. Erstmal hier rein. Und du kannst jetzt annehmen, dass ich diese Mission jetzt im Vordergrund setze. Darf ich das jetzt, ja? Ja. Ja, kannst du machen. Die liegt jetzt eh auf dem Weg, von daher. Explosionsmodul? Oh, okay. Jetzt können wir mal Explosionsmuni mitnehmen. Na, vielleicht ist es wie so ein, wie dieses Säurebad oder so. Das hier. Naja, ist es glaube ich auch. Wie der Schuss ein bisschen explodiert. Hast du schon das neue als Missionsziel gemacht? Ja. Gut. Also die neue Mission. Naja. Warten. Ich habe nur gerade meinen Bestand an Munition und Co. überprüft. Ich hab ihn noch. Oh. Oh, Alter, ich bin mit dem Stachel im Schädel weggeschossen. Oh, nee, hinter mir ist er immer. Dann könnte ich jetzt wieder aufhören. Alter! Helfen Sie mir, Herrgott! Ich komme. Ich... Scheiße. Du müsstest doch inzwischen stehen. Wir haben noch Stasen, warum müssen wir das nie? Hey. Ja, ist mir genau reingelaufen, als ich geschossen habe. Warum machst du denn auch so eine Kacke? Ich stehe da hinten auch, du kannst dich damit auch töten. Nee, ich kann dich damit nicht töten. Okay, wir stehen ja schon direkt daneben. Aber ich weiß, welche Waffe ich jetzt nutzen werde. Einfach nur Profi-Zelt.
Ich war fast tot, ey. Hab ich gesehen. Boah, wie viel Munition hier rumliegt, krass. Mein Körper richtig auf die Riemen alles. Du liegst, bist immer noch fast tot. Ach, jetzt nicht mehr. Alter, jetzt habe ich 23 Muni. Ich weiß ja nicht, was du gemacht hast, aber... Krasse Scheiße. Na, ich, einfach nur, ich bin einfach, dann kamen alle da in einer Reihe und ich habe mit dem Ripper da schön Kartoffelsalat gemacht. Meinst du eher so Menschensalat oder ja. Komisches Geräte? Das ist schon eine dreiste Behauptung, was du da jetzt von dir gibst. Was? Gerätesalat? Nee, Menschensalat. Wieso? Die sehen doch nicht sehr menschlich aussehen. Achso. Halt mal, irgendwas stimmt hier nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Erstmal dran rumspielen. Wie rum muss denn das jetzt sein? Na, alle hochkant. Ach du Scheiße, so ein Rätsel ist es. Ja gut, okay, dann drehen wir an dem einen noch. So. Warte mal kurz. Ah, okay, der bewegt sich wirklich um 90 Grad. Steht er sogar da. Null. Naja, wenn wir jetzt planlos rumdrücken, wird das auch nicht. Du musst deinen da hinten gerade kriegen. So. Warte, das könnte eventuell klappen jetzt. So. Wie gut wir sind. Müssen wir jetzt nochmal den Knopf drücken? Aber wozu? Na, damit er gleich von da abgeholt werden kann. Ach nee, wir können jetzt hier rausnehmen. Meins. Müssen wir damit auch wieder nach oben? Ich weiß nicht, ich sieht eindeutig nicht danach aus, weil ich das gar nicht mit auf den Dings raufbekomme. Nee, ist auch nicht. Wir müssen woanders lang. Du musst es ja auch erst in die nächste Lade schicken. Wir müssen hier durch. Okay. Verriegelt? Naja, wir müssen irgendwo das Ding noch reinschieben. Ach, hier. Hier. Okay, Ellie. Es ist noch eins unterwegs. Ach, das war schon zweit. Ich dachte, das ist dasselbe gewesen. Stücke, bist du sicher, dass das Rosetta ist? Es gibt nur eine Möglichkeit, das rauszufinden. Weiter jetzt. Wusste ich's doch. Da müssen wir zwar noch nicht lang, aber okay, warte mal, dann gehen wir doch lieber den anderen Weg. Weil hier sieht's nach Nebenmission aus. Und weil das andere wirkte schon so, als wenn es schon die richtige Mission wäre. Ich glaube, wir können... 5 Minuten haben wir noch. Hast du gestellt? Ich wette, die hatten Zugang zu ziemlich netten Spielzeugen. Wir sollten uns mal umsehen. Hier waren wir doch schon. Nee, sieht aber fast genauso aus. Bist du noch da? Ja, ich habe gerade nur den Textlog. Ach so. Und die ist diesmal etwas umfangreicher. Da muss ich sogar richtig lange scrollen. Hier war jemand im Blutrausch. Überall liegen abgetrennte Köpfe rum. Hältst du das wirklich für eine gute Idee? Wenn die Leichen noch hier sind, dann müssen auch die Waffen da sein. Die Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Textlog gefunden. Oh nee, was, mir fehlen nur ein paar Halbleiter. Ich kann es kaum glauben. Mir fehlen, um genau zu sein, ganz billige 26 Halbleiter. Für was? Für das letzte Anzug-Upgrade. Trefferpunkte, also, meinst du? Nee, das habe ich schon längst. Panzerung, das letzte. Nee, man, mir fehlen noch 500 Halbleiter und 500 zum Artgehe für das letzte Trefferpunkte. Komisch, komisch. So, da hinten blubbert schon wieder Erinnerung. Ich hab ne Textlog gerade.
Könntest du bitte kämpfen? Oh, jetzt ist die Textlock weg. Ja, ist doch auch Wurst. Nein, ist nicht Wurst. Ja, wir können ja auch gerne sterben. Dann sterbe ich lieber. Ach, du kannst sogar gucken, wann deine Gotuchabot zurückkommen. Einer kommt in 2 Minuten zurück. Kann man da hinten rausgehen? Nö, kannst du aber hier runter. Nee. Ich habe gedacht, es gibt einen direkten Weg. Ach, hier sind ja Menschen. Ja, ne, die mit dem Kopf halt oben drauf. Ich geh runter. Na, ich komm gleich hinterher geschissen. Hier ist ein Stase-Modul. Ach, so was schon wieder. Ich habe gedacht, ich stehe ein bisschen weißer, aber na okay. Der Judas, der richtige Judas. So, okay, dann hier können wir die Folge eigentlich praktisch schon beenden. Gut. So Leute, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dead Space 3. Wir gehen jetzt ins Bett und bis demnächst. Wir gehen nicht ins Bett. Wir sind Zocker, wir schlafen nie. Wir sind Gamer. Wir haben keinen Schlaf, wir haben auch keine Jobs, wir haben gar nichts. Außer dieses Game. Wir kennen uns nicht mehr gegenseitig. Mau, mau, mau. Ja, das stimmt allerdings. So, bis dann. Tschüss. Haut rein, tschüss.